Ich habe versucht, im ersten Teil zu zeigen, dass es immer gefährlich ist, wenn alle dasselbe glauben und dass, wenn Elon Musk das umsetzt, was er klar kommuniziert hat und bisher zumindest klar auch die Rückendeckung von Donald Trump hat, dann könnten die Dinge sich komplett anders entwickeln. Nicht weiter ausufernde Schulden, sondern eben kein Schuldenwachstum mehr, damit weniger Nachfrage, damit letztendlich auch nicht mehr steigende Aktien. Das alles haben Sie im ersten Teil gesehen. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie die Dinge hier in Europa gelagert sind, geopolitisch gelagert sind, und jetzt spielt Deutschland hier offenkundig eine große Rolle. Jetzt geht zum Beispiel Citigroup her und sagt, ja, also wir werden Neuwahlen bekommen in Deutschland, so viel ist ja klar. Und das könnte die Profite um 2% der DAX-Unternehmen nach oben bringen, wegen den Steuersenkungen, die dann wahrscheinlich von einer CDU-geführten Regierung dann durchgeführt werden. Barclays empfiehlt jetzt auch deutsche Aktien. Seltsamerweise ist der DAX aber heute schwach auf der Brust, nachdem er gestern gestiegen ist. Heute sehen wir also fallende DAX-Kurse. Bisher hat man diese Empfehlungen dieser beiden Großbanken noch nicht erhört. Aber vielleicht sollte man hier auch differenzieren. Wenn wir mal eins und eins zusammenzählen, dann sehen wir, dass im DAX natürlich große Konzerne sind, die international agieren und die fast alle relevantes Geschäft in den USA haben. Das aber ist anders beim MDAX etwa. Und ein Freund von mir hat mich heute angerufen und gesagt, Markus, ich baue jetzt systematisch MDAX-Positionen auf, auch wenn das jetzt nicht sofort funktioniert. Aber was ist die logische Überlegung dahinter? Erstens, wir kriegen wahrscheinlich eine wachstumsfreundlichere, wirtschaftsfreundlichere Politik, wenn das dann eine CDU-geführte Regierung wird, und die MDAX-Unternehmen sind ja viel mehr auf den High-Markt fokussiert und konzentriert als etwa die DAX-Unternehmen. Das ist das eine, und diese MDAX-Unternehmen, weil sie mehr auf den Heimatmarkt fokussiert sind, sind sie auch weniger betroffen dann von den Trumpschen Zöllen, würden aber genauso von sinkenden Unternehmenssteuern profitieren, wenn die CDU-geführte Regierung, so sie denn kommt, die auch umsetzen würde. Also das alles spricht eher für den MDAX, der im Vergleich zum DAX ja viel schlechter gelaufen ist, viel billiger ist. Übergeordnet vielleicht das mal als Hintergrund, Hintergedanke. Ich will Ihnen das jetzt nicht empfehlen, dass Sie das tun, aber einfach mal drüber nachdenken. Schauen Sie sich die ganze Geschichte einfach mal an. Und wir haben in Deutschland natürlich Probleme. Wir wachsen schon vor Corona nicht mehr so richtig. Dementsprechend ist die Ausrede Corona und vor allem Ukraine-Krieg letztendlich nicht wirklich ausreichend. Wir müssen jetzt wieder neue Wege beschreiten. Das zeigt diese Grafik ganz genau. Es ging schon vor Corona irgendwie bergab. Es ging auch vor dem Ukraine-Krieg bergab. Und das ist genau das, was die meisten Deutschen empfinden. 73% der Deutschen begrüßen das Ende der Ampel. Und 75% sagen, das Land wurde durch die Ampelkoalition nicht vorangebracht. Und hier sehen wir, mit der Wirtschaft bergab geht es, immer mehr Leute stimmen dem zu und sagen, ja, es geht wirklich mit der Wirtschaft bergab. Wir sind in Technologie so schwach, wir haben so viel Bürokratie. Wir haben eine sehr merkwürdige Wirtschaftspolitik, wir lassen uns alles tot regulieren und so weiter und so fort. Das merken die Leute langsam, die haben keine Lust mehr auf diese Regularien, die merken, dass die Dinge immer extremer werden, dass es immer schwieriger wird, seine Brötchen zu verdienen. Und deswegen ist die Frage ebenso relevant, wer hat denn die meiste Wirtschaftskompetenz? Und da sehen wir ganz klar, von den Leuten erwartet die CDU und CSU mit 40%, dann kommt die mit weitem Abstand die SPD. Heute hat ein SPD-Abgeordneter gesagt, nämlich Johannes Fechner, also ist uns doch egal, wann Neuwahlen sind, die gewinnen wir sowieso, aber nicht mit dem kleinsten aller bisherigen Kanzler, nämlich dem guten Scholz. Das ist wirklich das unterste Niveau, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten an deutscher Kanzlerschaft gesehen haben. Deswegen hat die SPD mit Scholz aus meiner Sicht null Chance. Da müsste sie schon jemand anders aus dem Hut zaubern, und wir müssten auch mal etwas ändern im Vergleich zu anderen Ländern, die erfolgreicher sind. Hier sehen wir mal das, was sozusagen an Sozialversicherungsbeiträgen bezahlt werden muss. Das geht immer weiter nach oben. Wir hatten schon so eine Entwicklung mal in den 90er Jahren, als wir die Wiedervereinigung geschultert haben. Aber jetzt haben wir keine Wiedervereinigung und trotzdem geht das Ganze nach oben. Abgaben, Steuern, Sozialbeiträge, all das ist einer der entscheidenden Hemmschuhe sozusagen dieser ganzen
wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, und das eben im Namen der Klimapolitik. Und wenn wir jetzt uns mal genau anschauen, den Mittelwert bei CO2-Ausstoß in Europa, dann überschreitet Deutschland an 298 Tagen im Jahr, also in 81,4% der Fälle, den Durchschnitt, den die EU-Länder haben, und an 50 Tagen, immerhin 13%, produziert Deutschland mehr als doppelt so viel CO2, wie der Mittelwert für ganz Europa beträgt. Das sind alarmierende Zahlen. Das heißt, wir haben hier die Wirtschaft mit diesen teuren Energiepreisen, die ja politisch gewollt sind faktisch, so stark an die Wand gefahren. Und der Effekt ist, dass wir nicht mal irgendwie in das Ziel erreichen, weniger CO2 auszustoßen. Das aber will niemand wissen bei den Herrschaften, vor allem denjenigen, die es unbedingt mit dem Klima halten, aber von Umweltschutz offenkundig hier nicht so wahnsinnig stark begeistert sind. Robert Habeck hat heute in einem echt lustigen Video gesagt, ich will Kanzlerkandidat werden. Das sieht momentan nicht so gut aus. Etwas besser sieht es aus, und das ist mal eine Jubelmeldung, meine Damen und Herren. Die deutschen Elektroabsätze sind besser als die von Tesla, zumindest wenn wir jetzt mal BMW und VW sehen. In Deutschland ist Tesla jetzt nur noch Nummer 3 bei den Autoabsätzen bei Elektrofahrzeugen. Immerhin, also wir sind nicht komplett abgeschlagen. Tesla, wie gesagt, ich habe es im ersten Teil gezeigt, 1 Billion Börsenwert, und das, obwohl die Absätze in China enttäuschen, jetzt in Deutschland enttäuschen. Aber es ist eben jetzt so, dass Musk eine eminent wichtige politische Figur ist, und man darf gespannt sein, wie das Ganze sich jetzt verträgt, diese Widersprüche. Trump hat ja gesagt, ich will 60-100% Zölle haben für Importe aus China. Jetzt hat aber der gute Eleno in Shanghai eine Firma, die sehr viel eben auch exportiert nach Europa, überall hin. Also das würde Musk ja direkt treffen. Heute sehen wir Enttäuschung und Abgaben in China, weil eben Peking nur einen vergleichsweise kleinen Stimulus jetzt für die Lokalverwaltungen, die hochverschuldet sind, hier genehmigt hat. Offenkundig wartet man jetzt, bis Trump kommt, um dann die ganz große Stimuluskeule auszupacken. Da ist man schon ziemlich alarmiert in Peking, und alarmiert sollte man auch sein im Iran. Denn wenn wir mal eins und eins zusammenzählen, Trump hat klar gemacht, Netanyahu hat totale Rückendeckung von mir, er muss tun, was er tun muss. Also der wird diese Zurückhaltung, die Biden noch angemahnt hat, die wird er nicht unterstützen, sondern wird Netanyahu sagen, mach was du willst. Jetzt hat er klar gemacht, dass er versuchen wird, die Sanktionen gegen iranisches Öl drastisch zu erhöhen, sodass praktisch der Iran keine Einnahmen mehr hat aus dem Ölgeschäft, womit er seine Proxys im Libanon oder auch in Palästina finanzieren kann, also diese Terrorgesellschaften. Und jetzt ist die Frage, was macht der Iran? Kommt jetzt dieser Gegenschlag, solange Biden noch im Amt ist und nicht Trump? Das wäre eigentlich das optimale Zeitfenster, denn wenn Trump das Sagen hat, dann würde die Geschichte wahrscheinlich unangenehmer werden, als wenn man das jetzt macht. Und zu diesem Thema Iran gehört auch dazu, was wir jetzt in Amsterdam gesehen haben, wo ein islamistischer Mob jüdische Fans von Maccabi Tel Aviv gejagt haben, geprügelt haben, schwer Verletzte haben. Und dann sehen wir eben in deutschen Leitmedien wie der Tagesschau oder auch bei ZDF heute, da spricht man von Auseinandersetzungen. Wir haben faktisch einen Pogrom erlebt hier, den wir in der Dimension noch nie oder in den letzten Jahren in Europa nicht erlebt haben. Jetzt hat man eben offenkundig Schwierigkeiten, das auch so zu benennen. Ja, diese Fans von Maccabi Tel Aviv, die haben offenkundig auch provoziert, haben Sprüche gemacht und so weiter, aber das rechtfertigt noch lange nicht, was da passiert ist, und der öffentliche Rundfunk kann sich irgendwie scheinbar nicht vorstellen, dass Antisemitismus nicht nur von dem rechten Spektrum hier ausgeübt wird, sondern eben gerade auch durch den Islamismus. Und anders hat hier zum Beispiel jetzt der niederländische König reagiert, der gesagt hat, wir haben die jüdische Gemeinde in den Niederlanden schon im Zweiten Weltkrieg im Stich gelassen und jetzt haben wir sie wieder im Stich gelassen, denn die Polizei ist nicht wirklich eingeschränkt. In einer Pressekonferenz ist jetzt klar geworden, dass offenkundig auch Taxifahrer, muslimische Taxifahrer in diese ganze Geschichte involviert waren und das Ganze geplant war.
Und dementsprechend kann man einfach nur den Kopf schütteln über diese Relativierungen. Das ist von den Medien, die Trump als Faschisten bezeichnen. Aber wenn es dann zu solchen Pogromen kommt, dann sagen sie, ja, das sind Auseinandersetzungen. Man kann sich kaum mehr Seltsameres vorstellen, muss ich sagen. Also ich zweifle irgendwie am Menschenverstand dieser Leute. Und dazu gehört auch, dass diese ganze Faschistenschiene irgendwo, die jetzt meine Luise Neubauer beklagt und die Spiegelleser, die dann aufgeklärt werden, ja, was kann man tun gegen die Depression, die man jetzt hat, seit Trump gewählt wurde. Aber das sehen viele Juden, Hispanics, auch Schwarze, aber vor allem auch Native Americans, also die indianische Bevölkerung, das Wort darf man ja nicht mehr sagen, ist ja auch sachlich falsch. Es sind nicht irgendwelche Leute aus Indien, aber das ist eben diese etablierte Begrifflichkeit, die man vorsichtig verwenden kann, aber jedenfalls diese Native Americans, wie sie in Amerika genannt werden, die haben zu zwei Dritteln Trump gewählt, also zwei Drittel aller Native Americans scheinen Faschisten zu wählen. Das ist ja alles ein bisschen widersprüchlich. Irgendwie passt dieses Weltbild nicht mehr zusammen. Der Woken-Kultur laufen irgendwie die Fakten davon. Das ist das große Problem. Und abschließend, meine Damen und Herren, jetzt wo Trump kommt, wird es interessant. Tom Lee, der Dauerbulle, sagt auch, Bitcoin könnte jetzt auf 100.000 Dollar Ende des Jahres steigen. Und wir haben hier, habe ich mal eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen für diejenigen, die sagen, ich bin kryptoaffin. Dieser Herr, den Sie hier sehen, das ist der Markus Miller, der im ZDF öfter ist, der für das Handelsblatt schreibt, für etablierte Medien schreibt, der sagt, es gibt drei Kryptos, die er super interessant findet, wenn Sie da affin sind. Ich packe Ihnen auch mal den Link unten drunter und wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.